Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Ja, wollen wir mal schauen. Heute mit dem Support habe ich mir gedacht. Erstmal ist hier die Lewis Gun dabei. Ah, diese Version. Die ist nicht mal schlecht, glaube ich. Also die geht, glaube ich, auch. Die sieht nämlich recht geil aus, finde ich. Damals waren die Vorschriften noch nicht so groß, da ging das locker durch, so. So, wir wollen auch ein paar Punkte hier von Antenna. Das ist die Antenne, okay. Pferdchen. So, die Runde hat nicht schlecht begonnen, finde ich. Jetzt wird es dann gleich gefährlich hier. Irgendwer schießt hier hinten, oder? Ist er weg, gut. Genau jetzt leer, wo ich einen Kill gemacht hätte. Natürlich, genau. Ah! Boah, was ist jetzt das? Ja, hier würde ich den auch hinsetzen, ganz klar. So, Tripwire, kennt ihr ja noch. Oh, man hat nur noch eine. Bis man wieder auffüllt und dann hat man zwei. Gut. Schön, dass wir es gesehen haben. Da räumt ein Panzer auf. Oh, hier sind wir scheiße. Ja, ich wollte was austesten, aber es geht nicht. Den habe ich auch noch gekillt. Ach so, ich wollte eigentlich den Bajonett dran machen. Aber wir hatten kein Bajonett auf der Waffe. Oh, wir haben sowieso gar nicht es ist nicht mal die Lewis Gun. Und das Schlimme daran ist, dass ich es nicht mal gemerkt hätte. So, gut, sorry, das war nicht die Lewis Gun, das ist die Bene. Die habe ich nämlich absichtlich noch gekauft vorher. Ich wusste nicht, dass die Auto equipped wird. Also eigentlich wusste ich schon, aber sage ich jetzt, damit es besser tönt. Weil ich die auch noch sehen wollte. So. Und weil ich vorhin mal von ein paar Mal von der gekillt wurde, dachte ich, die ist bestimmt gut. Sie geht. Also, wir nehmen jetzt nochmal schnell die. Ich dachte, die sei anders. Es ist sicher die Version mit dem. Es ist die Low Light. Okay, keine Ahnung, was das ist. Sicher die mit dem scheiß Tieferrohr. Nee, es geht sogar. Aber ein neues? Ich glaube, das ist neu. Es war nämlich das mit dem Dreieckskreis da. Und was war es noch? Das Standard, das es überall gab, glaube ich. So, die hat standardmäßig viel Munition. Was kommt hier? Ah, so. Ich sag dem Stormtrooper, ehrlich gesagt. Ah, den hätte ich jetzt gerne gekillt. Weil mich persönlich interessiert hätte, ob das einen Bonus gibt. So, diesmal ist Dirty Harry bei uns. Das finde ich sehr toll. Können wir nämlich gemeinsam abräumen. Wir müssen nicht bei dem Bastard kämpfen da. So, der ist echt gut. So, halt den Brand Rücken frei. Der andere hat er gemacht. Ah, ist gar keiner mehr hier.
So, ich gehe dahin, wo der Trailer war. Ich glaube hier, mit den Waffen oder so. Und ich muss sagen, es fällt mir. Oh, irgendwo kommt was. Dort hinten, Dirty Harry. Oh. Es fällt mir fast leichter, die Map zu merken, als bei Sex Gmöntinsgar oder wie es heißt. Ich glaube, es liegt daran, weil es hier ja, näher zusammen ist. Die Karte ist zwar schon groß. Promoted! Nee, komisch. Aber weil die Punkte so nah beieinander sind, ist sie dann eben doch nicht groß. Boah, du sagst. So. Tschüss. Boah, der andere holt mich doch gleich. Ja. Beide mit dem Klapp, weil sie noch nichts freigeschaltet haben. Nee. Weil du hast hier besser im Überblick, es ist näher beieinander. Irgendwie habe ich bei St. Squatties gar nichts länger. Gut, da war ich das ganze Game, die Mechanik neu. Die jetzt bei allen anderen auch neu ist natürlich. Und mir jetzt ein bisschen leichter fällt. Gut, geholt und tschüss. Karre. Kann man. Ah, Gasmaske kann man ganz leicht anziehen, natürlich. Boah, schon wieder nicht. Die Karre brennt ja auch schon. Oh, das geht. Ging das immer schon? Da sieht man, wie geil diese Waffe ist. Also das ist fast die beste Waffe im Spiel. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn die nicht viele haben, nur die, die auf dem Pferd sind. Aber wie genau das die ist. Also da hat man gesehen, das ist quasi Lucky Luke. Also sorry, aber der sitzt auf dem Pferd. Es wackelt die ganze Zeit hoch und runter. Und das Trefferrohr ist viel, viel kleiner als hier. Das macht mir auch nicht ganz Sinn momentan, ehrlich gesagt auch. Ah, ah. Kommt der auch noch so? Da hinten ist einer und... Jetzt verstecke ich mich auch mal hier. Schritt weiter hin. We have taken objective butter. So, das Haus ist sicher. Soll nur hier reinkommen. So, da hat schon den ersten erwischt. Okay, der war von draußen und kommt rein und... Nein, 80 Hit. Das andere sieht er bestimmt, oder? Nicht, dass er jetzt da noch reinläuft, da wäre... Ja, da würde ich fast sagen, du, oh, schade, Fried. Ein Gegner, wo ist er? Hat wieder einer den Rucksack, oder wie? Nee. Spottet doch die Leute. Jetzt sind natürlich wieder alles andere Leute hier. Jetzt gibt es hier natürlich wieder Leute, die machen gar nichts im Spiel. Ich glaube, das war wahrscheinlich bei Alpha schon besser. Was macht der? Jetzt steigt er aus. Ganz ehrlich, da fahre ich davon. Ciao zusammen. Habe ich die Schnauze voll mit euch. So, das ist diese Brücke, die man kennt, glaube ich. Ja.
Was macht der? Okay, die Dynamik des Karren ist auch speziell. So, gespottet, tschüss. So, der wird mich gleich abschießen. Ach so, ich könnte ja einfach F1 drücken, dann wechselt er rüber. So. Hallo. Es ist noch besser. Es ist noch besser. Sage ich dazu. Oh, da hinten. Oh, shit. Ja, und tschüss. Der Frack-Granate. Komm schon. Team, wach auf, schau mal. Wir sind in Führung, aber sieht jetzt gerade gar nicht gut aus. Doch, der ist auch dumm. Und das haben wir wieder. Einmal geht's, einmal nicht. Ist das ein freundlicher? Ich glaube nicht. So, aber natürlich, wenn ich drauf komme, kommt der andere schon wieder auch drauf hier. So. Hier ist das Haus ein bisschen. Oh, der Sack. Ja, geh rein und lauf rein. Hat das gemerkt oder wie? Beim Spawn, da könnte man doch was machen, denke ich. Jetzt ist er reingelaufen, schön. Das war der, der vorhin mal da oben gesniped hat, in der letzten Folge, glaube ich. Sieht man doch die gleiche Aufnahme? Hallo? Gut, das ist wieder. So, schön hinter der Tür, da gibt es hier nur einen Faden. Wenn es ihn überhaupt gibt. Okay, so ist natürlich scheiße. Wer rückt denn hier schon wieder ein? Also der Punkt D, der gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Da ist einfach immer was los. Also, da wird, ja, ich weiß nicht, was das war. Ich hoffe, er wurde durch einen Panzer zerstört. Ich nehme es aber nicht an. So, die Enemy has the other hand. Nee, das gibt's doch nicht. Wir hatten doch die Überhand. Also, ich weiß nicht, was mit dem Team passiert ist. Okay, die nehmen wir da ein. Das ist gut. Die sind zwar unter Feuer. Ah, ne, der da oben. Okay, mal Flieger. Das ist der falsche Platz für mich natürlich wieder mal. So, momentan kein Gegner hier. Aber da ist einer. Wir haben wieder den Zug. Ah, gut. Und da steht Gegner gehittet und Pferd verletzt, sah ich da gerade. Das Pferdesymbol da oben, müsst ihr mal schauen, wie das nächste Mal kommt. Sieht auch nicht schlecht aus. So, was haben wir diesmal im Zug? Ich bin die 2. Das ist eigentlich die Spitze hier. Da hat es jetzt ein Kreuz, komischerweise. Gut, vielleicht war es auch ein Fehler gerade so. Okay, der kann sich voll und ganz drehen, nach oben. Ja, da natürlich... Ah, der geht aber richtig Richtung dort. Oh, da einen reinhaut. Halt doch an! Ja, haltet, hält an. Nächster.
Der lädt relativ schnell nach. So, da ist er weg. Tschüss. Oh, schade. Da wäre es gewesen. Das Nachladen habe ich nicht, noch nicht ganz raus. Der steigt doch gleich aus. Hallo? Er ist noch hier, er ist noch hier. Oh, jetzt ist er weg. Da hat einer einen in den Weg gelegt, so geil. Ist der mit Sprengstoff beladen oder wie? Gibt's das? Geht das? So, wie viel Damage kriegen wir hier? Natürlich ist die Frage, wie viele Gegner hat es denn hier? Überfahre ich den, ja. Oh shit, das war schlecht. Da sollte man natürlich immer auf den Boden ziehen. Gut, der hat es jetzt auch nicht gerade so im Griff. Mit dem Fahren, glaube ich. Ich auch nicht mit dem Schießen. Da fährst du wahrscheinlich schnell mal. Fährst du da zu schnell? Nein! Ah. Es ist einfach die nicht passende Waffe für mich. Nur 91. Ja. Sonderlich gut versaut. Also ich müsste hier eine weniger schadensmachende, aber schneller ladende Waffe haben. Die würde besser passen zu mir. Ah, da hat es noch zwei. Sind hier sehr viele, aber hat denn keiner hier irgendwie geschützt, dass ein bisschen mehr schießt als diese hier? Denn das ist ja gegen Panzer eigentlich. Ja, der schmeißt natürlich die anderen da. Oh, tschüss. Ah, der geht zu tief. Da hinten ist tatsächlich einer. 41, das werden 60. Nein, der war zu tief. Da hinten, schieß doch den. Und da auch noch einer. So, der ist weg, der da hinten ist einfach doch. Na gut, da vorne auch schon wieder einer. Oh, da geile Sprache. So, wir fahren wieder zurück. Die Frage ist einfach, gegen vorne haben wir also nur diese Waffe oder wie? Außenkammer gibt es auch, okay. Die sind aber ja auch im Trailer. Wo fahren wir jetzt hin? Wir haben nur noch 20 Sekunden leider. Oh. Wie viel Schaden kann denn der machen? Der ist wieder fast voll. Und wie schnell der nachlädt, habe ich auch noch nicht so ganz raus. Fahr doch nicht vorbei! Ist das ein C4-Truck? Also bitte. Konnte ich nicht machen. Naja, der Zug. Das ist also der Zug. Wir haben ihn zum zweiten Mal gesehen. Zum Glück eine andere Position. Sie war besser als die erste. Oh, Stone! Support Score! Der beste. Harry's back. Ja, so. Wir gehen mal weiter. Schräger Happy, Highscore, der Leumas war besser als ich. 2,2 und ich habe 5 Flaggen gecaptured, das ist best. Aha. Bin schon Rang 7, 20,9, nicht schlecht. Und ich habe so Bock drauf, dass wir jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen. Ganz einfach. Einfach so. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.